Vielen Dank. Das war ein Redebeitrag vom Migrationsrat Berlin-Brandenburg. Wir machen flink weiter mit einem Redebeitrag von der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt, KOP. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin von KOP, der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt. Ich möchte mich jetzt schon entschuldigen, wenn ich ein paar Namen nicht richtig aussprechen werde. Die rassistischen Serienmorde an Enver Şimşek, Abdurrahim Öcuguru, Süleyman Daşıkuru, Habil Kalic, Yunus Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Boulougaris, Mehmet Kabilişk und Halit Öcugarak haben uns wieder auf erschreckende Art das Versagen deutscher Behörden vor Augen geführt. Morde, Brandanschläge, Körperverletzungen und Beleidigungen durch rechte Gruppierungen und rassistische EinzeltäterInnen aufzudecken und zu bestrafen. Dieses Versagen wird absolut, wenn es sich bei den TäterInnen um PolizistInnen handelt. Die Opfer rassistischer Polizeigewalt werden von staatlicher Seite verleugnet. Die TäterInnen in Uniform bleiben nicht nur unbestraft, sondern dürfen auch weiterhin im Namen des Rechtsstaates ihre Waffen im Dienst tragen und einsetzen. MigrantInnen und Afrodeutsche, Türken und Araber, Geflüchtete und Roma, NeuköllnerInnen und KreuzbergerInnen. Aus ihnen macht die Polizei und ihr System Verdächtige, Flüchtende, Kriminelle. In Berlin darf die Polizei ohne Angaben von Gründen Menschen anhalten, kontrollieren. MigrantInnen, Geflüchtete, Afrodeutsche und andere, die die Staatsgewalt als nicht deutsch und damit besonders suspekt definiert, werden häufig Opfer polizeilicher Misshandlungen. Wollen sich die Betroffenen wehren, treffen sie nicht selten auf eine Mauer des Schweigens und des Misstrauens. Denn diese rassistische polizeiliche Praxis kann auch deshalb stattfinden, weil sie von weiten Teilen der Gesellschaft befürwortet wird. Ständig werden in den Medien, in der Politik, in der Wissenschaft und im Alltag rassistische Vorurteile wiederholt, die People of Color in Verbindung mit Kriminalität bringen. So wird das Bild erzeugt, dass von Rassismus negativ Betroffene kriminell seien und deshalb auch von der Polizei, dem sogenannten Freund und Helfer, uninterfragt kontrolliert werden dürfen. Wir treten ein für unsere Rechte. Für das Recht, nicht von der Polizei kriminalisiert zu werden. Für das Recht, nicht von der Polizei geschlagen zu werden. Für das Recht auf eine faire Behandlung, ohne Unterschiede. Es geht uns darum, rassistisch motivierte Polizeiangriffe und Polizeikontrollen öffentlich zu machen, um so Solidarität mit den Betroffenen zu fördern. Wir möchten heute auch daher all jener gedenken, die durch rassistische Polizeigewalt ums Leben kamen. Um nur einige wenige zu nennen, die wir nicht vergessen werden. Pola Bankole, 1994. Sadrodavo Nikolov Dimitrov, 1999. Amir Age, 1999. Ndai Merarame Sarr, 2000. Halim Bene. Michael Paul Nawuski, genannt John Ahidi, 2001. Laine Almana Kunde, 2004. Uri Jalo, 2005. Dominique Kulamadio, 2006. Simon Hamade, 2010. Christi Schundwig, 2011. Und all die anderen. Solange Rassismus in den Fluren deutscher Rechts- und Sicherheitsbehörden grassiert, werden wir eure Stimme sein.